Ein fröhliches Hallo und willkommen zu einer Special-Folge von Horse Riding Tales. Hier mit dem Team Keks Bega, dem besten Ride-Club von Horse Riding Tales. Hier mit der lieben Sky. Hallo. Hi. Und der lieben Abby. Hi. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Gut, wir können ja auch ein bisschen so durch die Gegend reiten, wenn ihr wollt. Oder fliegen, ja. Oder was auch immer. Habt ihr denn hier schon irgendwelche schönen Plätze entdeckt? Oder wollen wir mal gucken, ob wir finden, wo sie vielleicht die Insel einfügen möchten? Ja. Dass wir mal so ein bisschen durch die Gegend gucken, wo das vielleicht sein könnte. Also ich vermute ja, dass das hier hinten irgendwo möglicherweise irgendwo sein wird. Aber ich denke, dass die Insel irgendwie... Ich meine, hier ist ja überall Wasser so außenrum, ne? Ja. So. Ich denke schon, dass die hier so irgendwo sein wird, wo man dann auch... also ich meine... Hänge ich fest. Dass sie hier vielleicht einen Weg durchmachen oder so. Oder vielleicht auch ein Portal, dass man hingeportet wird. Das ist auch eine... Könnte ich mir vorstellen, weil wie gesagt, hier ist ja überall Wasser. Hier so links von diesen Bergen und so. Und vielleicht fährt man auch mit dem Boot dahin. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Oh, das wäre cool. Aber ja, wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, entweder mit einem Boot oder mit einem Portal, dass man da dann einfach durchgeht. Und ja. Das wäre cool. Ja, fände ich auch cool, muss ich sagen. Aber Jessie hat ja schon gesagt, dass man das eigentlich mit Diamanten, sie denkt, dass man es mit Diamanten brennt. Ja, das befürchte ich ehrlich gesagt auch. Also da muss ich sagen, da gebe ich ihr recht, da erfahrungsgemäß, ich meine, ich habe im Moment nur 10 Diamanten, also für mich wird das schwierig. Ja, ich habe es gesehen. Also ich würde die Diamanten, die du hast, auf jeden Fall aufheben, weil, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau. Es ist eine Vermutung, aber ich denke schon, dass sie da recht hat. Das wird sicher nicht umsonst sein. Ui, dann spare ich lieber. Würde ich auch machen. Ich auch mal so angefragt an die Insel der wird, weil ich wollte es halt anderen zeigen. Aber bis jetzt... Ja, bis jetzt haben wir leider noch keine Infos bekommen, ne? Ja. Was mich immer fragt, wenn ein neues Gebiet kommt, ab welchem Level das immer so... Ja, das würde mich auch interessieren. Ich meine, ich gurk ja immer noch auf Level 17 rum. Aber gut, ich hab mir ja das Lifetime geholt und da sollte ich ja theoretisch überall hin können dann. So. Jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt alle über Level 25 oder du hast jetzt zum Beispiel Lifetime. Ja. Aber ich denke mal, wir würden das dann schon bekommen, wenn dann ein neues Gebiet reinkommt. Ja, ich denke auch. Wobei ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Insel in dem Sinne als neues Gebiet zählt, weil ich, also wenn Foxy Ventures das gut machen möchte, dann macht sie die Insel für jeden zugänglich. Auch für, ich sag jetzt mal, Level 1 Spieler, weil das ja mehr so eine Art Housing-System ist, denke ich mal. Ne, wenn sie ein neues Gebiet machen, dann würde ich das unabhängig von der Insel machen. Also ich hoffe, dass sie das machen. Ja gut, also wie gesagt, ich denke, dass es hier drüben irgendwo sein wird. Bei diesem Gewässer irgendwo und dass sie da entweder irgendwo ein Portal hinsetzen oder einen Bootssteg vielleicht machen. Oder vielleicht kann man, ja gut, das wäre aber sehr doof, wenn man nur fliegend hinkommen würde. Weil das wäre dann wirklich schwierig. Da müsste man wirklich erst Level, oh, lass mich lügen, 25 sein, um so ein Pferd überhaupt fangen zu können. Ja, also wie gesagt, durch Lifetime konnte ich ja das Pferd fangen, weil ich ja diese 2 Orbs bekommen habe. Aber sonst hätte ich ja auch kein fliegendes Pferd. Wenn das jetzt nur 20 wäre, könnte da ja niemand fliegen. Ja, also wie gesagt, warten wir es ab. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf die Insel. Und was haben wir hier eigentlich? Ach, das ist diese Pet-Area.
Ich habe mir das von oben noch gar nie so angeguckt. Ah, was ihr mir vielleicht mal zeigen könnt, wenn ihr möchtet. Es gibt doch hier irgendwo so ein Pegasus-Rennen. Das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Da bin ich Ach, hier oben. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Ach so, ja. Ah! Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin runtergefallen. Okay, ich warte hier. Flieg schneller. Geil, ich bin an dir. Also, das Fliegen ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, ich spiele das ja auf dem Emulator. Ja, ich glaube, das ist auch schwieriger. Ich weiß nicht, ich habe es auch auf dem Handy probiert, aber da komme ich gar nicht zurecht. Wenn ich ehrlich bin. Ich meine, man hat hier eine schöne Aussicht, aber was macht man hier eigentlich? Flugschau. Aha. Ach, die Flugschau kann ich noch nicht machen, ne? Die muss ich erst freischalten. Ab Level 1. Verstehe. Aber ich glaube, dafür muss ein Pegasus auch Level 120 sein. Ah, okay. Alter, auf 120. Ja, mein Pferd ist auf 80. Oha, mein Pferd ist auf 160. Ja, du bist auch Level 36. Ich bin Level 30. Ja, mein Pferd ist auf 50. Wo seid ihr? Ach, da seid ihr. Wir stehen an der Rampe. Da kann man so schön runtergucken. Hallo. Mein. Ach, dieser blöde Chat, ne, dass man das nicht ausblenden kann. Also man muss in den Einstellungen auf Chat off drücken und dann sieht man den nicht. Oh, warte mal, das mache ich gleich. Und wenn man den wieder will, dann muss man wieder eine blöde Matheaufgabe machen. Echt? Ich hab keinen Bock auf Mathe. Oh cool, ja, das ist gut. Dann. Trotzdem würde ich würde einfach gerne dieses Interface ausblenden können. Schade, dass das nicht geht. Vielleicht bringen sie das ja. Oh ja, das wäre cool. Das wäre eine coole Funktion, wenn sie das, wenn man das Interface, also so ein Fotomodus oder so. So, dann kommen wir hier auch zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann abonniert die alle, sonst gibt es keine Kekse. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und sagen auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye. Ihr dürft auch bye, bye sagen. Bye, bye.